Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Heute kann ich auch mal mit dem Video wieder die Facebook-Leserinnen und Leser begrüßen. Heute gibt es die 26. Geschichtsstunde von Egon. Heute wird es nicht ganz so historisch, sondern mehr so, ja. Sachen, die halt im Jahre 1860 passiert sind. 1860 wird sich ziemlich hinziehen, da ist viel passiert. Aber bevor ich heute zur 26. Geschichtsstunde komme, nur noch mal so ein kleiner, ja, 30 Tage oder kleiner 30 Tage Rückblick, beziehungsweise, ne, ich will es nicht übertreiben, Ansprache. Ein bisschen was an meine Facebook-Leser. War ich da ja nicht so allzu oft zu sehen und zu lesen und zu hören bin. Ja, die letzten 30 Tage, was soll man dazu sagen? Wieder viele Opfer der Migrationspolitik, meistens junge Mädchen. Ich weiß nicht, wie lange sich die Masse der Deutschen sich noch, ja, wie soll ich sagen, diese Scham antut und trotzdem weiterhin solche Parteien wie SPD, Linke und Grüne wählt, damit davon immer mehr kommen dürfen, weil die stehen ja für die volle Flutung Deutschlands mit Migranten. Wie hat's Trump mal richtig bemerkt, wo es um die neuen oder der Außenminister war oder Innenminister der USA ist, wo es wieder neue Regeln ging für die Mexikaner. Nicht jedes Problem, was jemand hat, woher kommt, ist ein Grund, bei uns Asyl zu bekommen. Und das muss ich langsam mal durchsetzen, weil man muss sich immer die Landkarte angucken, wenn wir da alle reinpacken wollen aus dem Nahen Osten und aus Afrika, die dort aus irgendwelchen Gründen nach Europa und meistens ja nach Deutschland kommen wollen, haben wir ein echtes Problem. Ja, das war, was das betrifft. Was man jetzt sieht, vielleicht, ich glaube noch nicht so richtig dran, erleben wir bald Neuwahlen. Die SPD, wie ich las gestern, sinniert ja schon über einen Wahlkampf, einen schnellen und eventuelle Neuwahlen bis spätestens September. Mal schauen, ob Seehofer diesmal standhaft bleibt. Allerdings muss ich da diejenigen warnen, die jetzt in Bayern an der Wahlurne gehen werden und sagen, ja, da kann ich ja doch wieder die CSU wählen. Wir wissen doch alle, warum das gemacht wird. Es ist die Angst vor der starken AfD. Und deswegen kann ich nur allen raten, die bisher gesagt haben, ich wähle AfD, auch da dabei zu bleiben und eine starke AfD in den Bayerischen Landtag zu schicken, damit nach dem 14. Oktober nicht plötzlich wieder alles weitergeht wie vorher. Die CSU braucht genauso Druck wie alle anderen. Und bei der CDU ist hoffentlich dann Schluss mit der Merkel-Hierarchie und den Lieblingen, die sie sich da alles rangezogen hat, den Laschets, den Bouffiers, den kleinen Jüngling aus Schleswig-Holstein, mir fällt der Name jetzt gar nicht, ach, Günther, ja, heißt er, die ihr regelrecht in den Allerwertesten kriechen, weil sie mit ihr nach oben gezogen worden sind. Vielleicht finden sich ja doch ein paar, wie soll ich sagen, anständige Geister noch in dieser, ja, maroden CDU, die schon röder ist als die Roten, grüner als die Grünen und linker als die Linken in vielen Teilen. Und sie könnten mal Juniorpartner der AfD werden in der neuen Regierung. Ja, das war so mal kurz zu den letzten 30 Tagen. Hinweis für die Facebook-Leser, Zuschauer etc. Die Geschichtsvideos, die anderen von 1 bis 25, die findet ihr auch jetzt auf YouTube und natürlich bei vk.com. Müsst ihr euch da einfach bloß mal anmelden. Suchen müsst ihr mich einfach nur wie hier unter Egon Dombrowski, wie bei Facebook. Allerdings nicht vergessen, hinten mit Y, nicht mit I. Und zwischen Vor- und Nachname ein Leerzeichen. Und dann müsst ihr eigentlich den YouTube-Kanal finden. Da habt ihr kompakt alle Videos, die ich da bis jetzt gesendet habe. Und damit will ich mal heute loslegen mit dem Jahre 1860. Das erste, da geht es um Wirtschaft, Freihandel etc.
Also auch diese Bestrebungen gab es damals schon. Ich muss auch die Lupe wieder hochnehmen. Sonst sind dann die kleinen Buchstaben zu viel. Ja, das geht los mit dem 23. Januar 1860. Cobden-Vertrag markiert den Siegeszug des Freihandels. Frankreich und Großbritannien unterzeichnen in Paris den Cobden-Vertrag, das Abkommen über den ungehinderten Warenaustausch zwischen den wirtschaftlich und politisch mächtigsten Staaten Europas, markiert den Höhepunkt einer Ära des Freihandels, die bis Ende der 1870er Jahre andauert. Benannt ist der Vertrag nach dem britischen Wirtschaftspolitiker Richard Cobden, der neben dem französischen Nationalökonomen Michel Chevalier die Verhandlungen leitete. Überschrift: Wirtschaftsliberalismus. Großbritannien hat als weltweit stärkste Industrienation ein Interesse am Freihandel, der potenziell eine Maßnahme zur Verkaufsförderung darstellt. Kaiser Napoleon III. Will Frankreich auf einen ähnlichen Weg wie Großbritannien bringen. Theoretische Grundlage des Freihandels ist der Wirtschaftsliberalismus der Manchester-Schule, der im Gegensatz zu älteren merkantilistischen Anschauungen Staatseingriffe wie etwa protektionistische Zölle grundsätzlich ablehnt. Seinen ersten Erfolg für den Freihandel feiert Cobden, der 1839 die Anti-Corn Law League gegründet hatte, als die Regierung in London 1846 die Korngesetze aufhob und die Zolltarife reduzierte. 1849 folgte die Aufhebung der sogenannten Navigationsakte von 1651, die den überseeischen Handel mit England und seinen Kolonien fast ausschließlich britischen Schiffen vorbehalten hatte. Der britisch-französische Handelsvertrag exportiert schließlich den Cobdenismus auf das europäische Festland. Handel ohne Hemmnisse. Der Cobden-Vertrag bestimmt die weitgehende Aufhebung der Schutzzölle, die die heimische Wirtschaft gegen ausländische Konkurrenz schützen sollen. Die Aufhebung bzw. Senkung der Schutzzölle bewirkt eine grundlegende Änderung in der konservativen Haltung der französischen Wirtschaft. Die bislang weitgehend isolierte Industrie muss sich nun dem internationalen Wettbewerb stellen. Da französische Produkte vielfach nicht mit den qualitativ hochstehenden britischen Erzeugnissen konkurrieren können, gewährt der Staat in den entsprechenden Bereichen vorübergehend Subventionen. Erstmals wird in einen Handelsvertrag die Meistbegünstigungsklausel aufgenommen. Sie verpflichtet die Vertragspartner, sich künftig gegenseitig die gleichen günstigen Konditionen einzuräumen, die einer der Partner eventuell einem dritten Land gewähren würde. Nach Unterzeichnung des Cobden-Vertrags wird die Meistbegünstigungsklausel in fast alle Handelsverträge aufgenommen. Auch im 20. Jahrhundert bildet sie eine der zentralen Voraussetzungen für eine am Freihandel orientierte Außenpolitik. Der Widerstand auf den Napoleon III. Im eigenen Land mit dem Cobden-Vertrag stößt, begünstigt den Umschwung zum Freihandel in Preußen. Um der heimischen Wirtschaft den Cobden-Vertrag näher zu bringen, versucht Napoleon, handelspolitische Verträge mit den Nachbarstaaten abzuschließen. Preußen wiederum will durch Zollsenkungen verhindern, dass Österreich dem Zollverein beitritt. Dies sind die Rahmenbedingungen für den preußisch-französischen Handelsvertrag vom 29. März 1862, der die freihändlerischen Reformen in Preußen einleitet. Durch einen österreichisch-britischen Handelsvertrag von 1865 werden schließlich auch in Österreich die Schutzzölle herabgesetzt. So,
dass das nicht bloß von Vorteil ist, sehen wir heute. Es mehrt zwar vielleicht irgendwelche Wachstumszahlen, es mehrt die Taschen von ein paar wenigen, aber für die Bevölkerung der jeweils beteiligten Länder hat es meistens nur Nachteile. Aushöhlung sozialer Errungenschaften, die gab es damals ja noch nicht, konnte man damals noch nicht aushöhlen, aber heute ist das der Fall. Ja, und natürlich Drücken von Löhnen und Gehältern. Ne? Tja, es hat ja auch damals nicht lange gedauert, wie wir gelesen haben, ein Jahrzehnt. Dann hatte sich diese Freihandelsmanie wieder erledigt. Ja, da haben wir hier ein Bild. Der britische Unternehmer und Wirtschaftspolitiker Richard Cobden rechts ist die führende Figur der Freihandelsbewegung. Mit dem Politiker John Bright links, einem Anhänger des sogenannten Manchester-Liberalismus, gewinnt er einen starken Verbündeten. In Klammern zeitgenössische Fotografie von Mogens um 1860. Da haben wir die beiden, die diesen Freihandel das erste Mal durchgesetzt haben. Hoffe, man hat es lange genug und gut genug gesehen. Nochmal eine kleine Nebenbemerkung. Das ist, war für mich ganz chronologisch. Das war schon am 01.01.1860. Paris wird in 20 Arrondissements eingeteilt. Präfekt Georges-Eugène Baron Haussmann lässt die französische Hauptstadt durch die Anlage von Boulevards und Parks unter Vernichtung des mittelalterlichen Stadtbilds zur repräsentativen Metropole des Second Empire umgestalten. Hat man schon mal länger einen Bericht über die Umgestaltung von Paris, ist schon ein paar Videos her. Wenn man, wer es mal geschaut hat, wird sich erinnern. Tja, dann geht es weiter, auch ohne Datum 1860, Volkswirtschaften wachsen. Im Ruhrgebiet, dem Zentrum der deutschen Montanindustrie, erreicht die Zahl der Zechen mit 277 ihren Höhepunkt. Die fortgeschrittene Industrialisierung führt dazu, dass sich nun auch Deutschland wie Frankreich und Großbritannien dem Freihandel zuwendet. In Großbritannien waren bereits in den 1780er Jahren die ersten Industrielandschaften der Geschichte entstanden. So griff die britische Industrie die Freihandelslehre bereits nach der napoleonischen Ära auf, da sie wegen ihres hohen Standards ausländische Konkurrenz nicht fürchten musste und zudem neue Märkte erschließen wollte. Ab den 1830er Jahren erfolgte in der Eisen- und Stahlproduktion die zweite Phase und Konsolidierung der industriellen Revolution. Großbritannien wurde die Werkstatt der Welt, die ihren überlegenen Leistungsstandard 1851 auf der Londoner Weltausstellung bewies. Dem französischen Kaiserreich kam bis zum Aufstieg Deutschlands die Rolle der führenden Wirtschaftsmacht auf dem europäischen Kontinent zu. Auf der Weltausstellung von 1855 in Paris präsentierte sich das Second Empire als eine der führenden Industrienationen. Während die französischen Exporte der Jahre 1827 bis 36 im Durchschnitt rund 521 Millionen Francs betrugen, kletterte dieser Wert 1856 auf 1204 Millionen und 1866 auf 2430 Millionen Francs. In Deutschland verfolgt der Deutsche Zollverein das Ziel, den Massenexport britischer Waren durch eine eigenständige Industrialisierung die Stirn zu bieten. 1861 lässt man sich daher ebenfalls auf den Freihandel ein. Obwohl die politische Einigung noch aussteht, ist Deutschland bereits ein einheitliches Verkehrsgebiet mit einem einheitlichen Markt. Da haben wir hier ein Bild. Eine Dampfmaschine in Penns Marine Fabrik in Greenwich, England.
Großbritannien bleibt bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts das wirtschaftlich führende Land in Europa, wird dann aber von Deutschland verdrängt. Illustration aus der Illustrated London News vom 21. Oktober 1865. Da haben wir so eine Dampfmaschine. Ich hoffe, man hat es gut sehen können. Ja, da sieht man, das war auch ein Grund, sage ich mal so, für den Ersten Weltkrieg, das Hochschaukeln. Die Briten konnten es nicht ab, dass wir sie überholt hatten. Ne? Tja, dann geht es weiter mit einer, ja, Neuerung, die immer mehr um sich griff und für diese Bilder sorgten, die ich euch jetzt hier mal zeigen kann. 1860, auch ohne Datum, Fotografie mit Weitwinkeltechnik. Der Engländer Charles C. Harrison entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen J. Schnitzer das erste Weitwinkelobjektiv, das nach ihm benannte Harrison Kugelobjektiv. Harrison hatte bei dem berühmten Teleskophersteller Henry Fitz den Umgang mit Kameras und verschiedenen Objektiven erlernt. Ab 1846 betrieb er ein Studio für Daguerreotypien in New York, ein schwieriges Wort. 3 Jahre später begann Harrison mit der Herstellung hochwertiger Kameras und Objektive, für die er mehrfach Auszeichnungen erhielt. Sein Kugelobjektiv lässt er 1862 patentieren. Weitwinkelobjektive sind Linsensysteme sehr kurzer Brennweite, die durch ihren entsprechend großen Bildwinkel, in Klammern über 60 Grad, einen weiten Objektausschnitt auf der fotografischen Platte abbilden. Harrisons Objektiv ist ein Zwei-Linsensystem, wobei die konvexen Außenflächen beider Linsen Kugel, Kalotten ein und derselben, in Klammern gedachten, Klammer zu, Kugel sind. Die Innenflächen der Linsen sind konkav geschliffen. Ja, auch hier war der deutsche Erfindergeist wieder mit beteiligt, wie man lesen hat, gelernt bei einem Deutschen. Ein Deutscher war an der Entwicklung beteiligt. Tja, ich kann es immer wieder nur sagen. Wie sagte der Herr Gauland, ein Vogelschiss, die 12 Jahre, man kann es auch anders ausdrücken. Ein kleiner Wimpernschlag in einer sehr, sehr erfolgreichen und die Welt befruchtenden deutschen Geschichte. Ne? Ja, hier haben wir ein Bild dazu. Kameras und Linsen des mittleren bis späten 19. Jahrhunderts, während bereits ab der Mitte des Jahrhunderts immer neue Möglichkeiten und Techniken der Fotografie entdeckt werden, setzt die Industrialisierung der Fotografie erst mit der ersten Rollfilmkamera von 1888 ein. Da haben wir ein Bild. Ja, so sah das damals aus. Heute haben wir hier ein Smartphone, wo man drauf drücken kann. Damals war es eine richtige Wissenschaft, das Fotografieren. So, dann kommen wir zu dem letzten heute. Ich will es nicht zu lange machen, weil wir schon 18 Minuten weg haben. Mal schauen, wo ich dann bin, zeitmäßig. Vielleicht mache ich noch eine Seite. Jetzt geht es erstmal auch wieder ohne Datum. Nur Januar 1860. Telegrafie überwindet die Grenzen der Kontinente. Der deutsche Erfinder und Unternehmer Werner Siemens beendet die Verlegung eines 5500 Kilometer langen Seekabels von Suez über Aden und Maskat bis an die Indusmündung. Es dient dem schnellstmöglichen Nachrichtenaustausch zwischen Afrika und Asien. Neben dem Kabel Großbritannien, USA ist es die zweite interkontinentale Nachrichtenverbindung dieser Art. Überschrift: Rasche Informationen. Der Wunsch von Wirtschaft und Politik nach einem Nachrichtensystem, das schneller funktioniert als die mit Schiff und Eisenbahn beförderte Post,
hat seit der Erfindung des elektromagnetischen Schreibtelegraphen im Jahre 1837 zu einem gewaltigen Aufschwung der Telegraphie geführt. Parallel zum Ausbau des Telegraphennetzes entstehen Agenturen, die die neuesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik national und international an Zeitungen und Geschäftsleute versenden. Der Telegraph ist zugleich die wichtigste technische Neuerung, die mit Elektrizität funktioniert. Zu den Pionieren auf dem Gebiet der Telegraphie zählt Werner Siemens. Mit der Erfindung einer Maschine, die Leitungsdrähte mit dem kautschukähnlichen Gutta-Percha überzieht und auf diese Weise isoliert, hatte er 1847 die Voraussetzung für die Entwicklung der Kabeltechnik geschaffen. Im selben Jahr gründete er mit Johann Georg Halske in Berlin die erste europäische Telegraphenbauanstalt. Als Datenträger zur Ein- und Ausgabe der Nachrichten entwickelte Siemens 1853 den Lochstreifen, der bis ins 20. Jahrhundert nahezu unverändert verwendet wird. Kenne ich noch so als Kind, wenn ich mal bei meiner Mutter war, zur Telegraphistin gegangen. Gab es auch noch diese Lochstreifen. Ja, da sehen wir auch hier wieder ein Deutscher, der Vorreiter, ohne Werner Siemens. Vielleicht hätte es irgendwann das auch gegeben, aber nicht zu dieser Zeit und nicht so schnell und so gut und qualitativ ausgereift. Weiter geht's, Internationalisierung. Die erste grenzüberschreitende Kabelverbindung für Deutschland war die elektrische Telegraphenlinie, die 1850 zwischen Berlin und dem belgischen Ostende in Betrieb genommen wurde. Im selben Jahr verband ein Kabel Dover mit Calais via Ärmelkanal. 1851 wurde es in verbesserter Form mit Telegraphenleitungen nach London und Paris zusammengeschaltet. Anders als die binnenstaatlichen werden die Überseekabel von Privatgesellschaften betrieben. Weil ein einzelner Staat völkerrechtlich nicht befugt ist, eine internationale Telegraphenverbindung für sich allein zu monopolisieren. 1858 stellt die Atlantic Telegraph Company eine 3.745 Kilometer lange Kabelverbindung zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten her. Am 7. August 1858 verkündet das erste Überseetelegramm von der Verbindung zwischen alter und neuer Welt. Wenige Wochen später muss die Nachrichtenübermittlung mit diesem Kabel aber wegen technischer Probleme eingestellt werden. Abgesehen von den USA befindet sich das Telegraphenwesen in fast allen Ländern unter staatlicher Verwaltung. Auch in Großbritannien werden 1868 die bis dahin privaten Telegraphenbetriebe verstaatlicht. Insofern ist die Möglichkeit zu einer raschen internationalen Vereinheitlichung gegeben. Auf der ersten internationalen Telegraphenkonferenz 1865 in Paris einigen sich die europäischen Staaten auf eine für den ganzen Kontinent gültige Regelung des Telegraphenwesens. Darüber hinaus wird im gleichen Jahr der Welttelegraphenverein gegründet. Ihm treten bis zur internationalen Telegraphenkonferenz in St. Petersburg 1875 44 staatliche Telegraphenverwaltungen aus allen Erdteilen sowie viele private Telegraphengesellschaften bei. Ja, damals gab es den umgekehrten Trend, wo das Post- und Meldewesen, wie ich es mal jetzt so ausdrücken, von der Privatisierung in die Verstaatlichung zurückgeführt, und dadurch ging es auch so schnell, dass es weltweit einheitliche Standards gab und das in kürzester Zeit sich verbreitete. Heute macht man den umgekehrten Weg und wir sehen, es ist kontraproduktiv. Es gibt keine richtige einheitliche Planung, es geht alles durcheinander und nichts geht richtig voran. Ich bin der Meinung, Post- und Meldewesen, das gehört in staatliche Hand und nicht privat. Ne?
Tja, vielleicht schauen wir mal, kommt man wieder auf den Trichter, dass wenn man schnell vorankommen will, dass solche Sachen nicht in private Hände gehören. Ne? Ja, hier haben wir noch Bilder dazu. Kabel, Liegemaschine auf dem Raddampfer SS Great Eastern, der ab der zweiten Hälfte des Jahres 1860 als Kabelleger für Transatlantikkabel eingesetzt wird. Fotografie von John Thompson 1867. Ja, über diese Great Eastern hat man ja auch schon einen Artikel, ne, den ich euch nahegebracht hatte. Wer bisher die Geschichtsvideos verfolgt hat, weiß, von was ich spreche. Da haben wir die Great Eastern als Kabelleger. Und hier haben wir noch ein Bild, Querschnitt durch ein submarines Telegrafenkabel, das 1866 zwischen Norddeich in Ostfriesland und der Insel Norderney verlegt wird. Die Nachrichtenagentur Reuters lässt die Strecke Norddeich Lowestoft, Grafschaft Suffolk per Atlantikkabel überbrücken. Haben wir so ein Kabel, wie es im Meer versenkt wurde, um die Welt nach und nach miteinander zu verbinden. Wenn ich mal schauen, 25 Minuten haben wir. Hier haben wir noch kleinen Nebenmeldung. Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Randbemerkung, da haben wir es. Der 10.02.1860, das französische Algerienministerium in Paris wird geschlossen, da es sich bei der Unterwerfung der Berberstämme als zu wenig effektiv erwiesen hat. An seine Stelle tritt das Generalgouvernement Algerien mit Verwaltungssitz in Algier. Ja, die Franzosen werden wir Erfindung gemacht haben, haben ihr Weltreich damals ausgebaut. Ja, ich würde sagen, ich versuche die Seite noch, die nächsten zwei Seiten. Der 12. März 1860, Volksabstimmung in der Toskana. Die Bevölkerung des österreichischen Großherzogtums Toskana, der österreichischen Herzogtümer Parma und Modena sowie der kirchenstaatlichen Romagna sprechen sich in Volksabstimmungen mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an das Reich des sardinischen Königs Viktor Emanuel II. Aus. 1859 hatte der Großherzog der Toskana, Leopold II., den Anschluss an Sardinien-Piemont abgelehnt und damit einen Volksaufstand verursacht. Leopold dankte daraufhin zugunsten seines Sohnes Ferdinand IV. Ab. Die Toskana, Parma und Modena gehen 1861 im Königreich Italien auf. Da begann langsam die Einigung Italiens auf dem Stiefel auf der Apenninhalbinsel. Ja, dann haben wir den 3. April 1860, Eröffnung des Pony Express. Der Pony Express, der zur Beschleunigung des Postverkehrs zwischen dem Missouri und der Westküste eingerichtet worden ist, nimmt den Betrieb auf. Der neue Kurierreiter Stafettendienst ist von der US-amerikanischen Frachtfirma Russell Majors & Waddell ins Leben gerufen worden. Mit einem Kostenaufwand von insgesamt 100.000 Dollar wurden auf der 2000 Meilen langen Strecke 160 Poststationen eingerichtet. Die Post, die bisher mindestens einen Monat brauchte, wird nun von Kurierreitern in 11 Tagen überbracht. Die Frachtfirma beschäftigt rund 80 Reiter und unterhält insgesamt 500 Pferde. Und nochmal Bild dazu. Ein Kurierreiter des US-amerikanischen Pony Express, Zeichnung 1861. Armer so Reiter vom Pony Express. Ja, das war noch richtig der Wilde Westen, wo man noch was, ja, aufbauen konnte. Ja, dann haben wir als nächstes den 4. April wieder eine Randbemerkung, 1860. In Palermo beginnt ein Aufstand
gegen die absolutistische Herrschaft der Bourbonen im Königreich beider Sizilien. Während die Erhebung in Palermo rasch unterdrückt wird, breitet sich die Aufstandsbewegung über das gesamte Königreich aus. Und als letztes heute, 17. April 1860, Boxkampf des Jahrhunderts. Zwischen dem britischen Boxer Tom Sayers und dem US-Amerikaner John C. Heenan kommt es in Farnborough zum Kampf um den Weltmeistertitel. Die Zeitgenossen sprechen erstmals von einem Boxkampf des Jahrhunderts. Sogar aus Übersee reisen Reporter zu dem Ereignis an. Die Anteilnahme übertrifft alles bisher Dagewesene. Die britische Polizei hat den Kampf im Vorfeld verboten, aber jeder Boxinteressierte weiß, dass er am 17. April stattfindet. Heenan musste heimlich in einer Scheune am Sandsack trainieren, wobei ihn eine Bulldogge bewachte. Sayers fährt in einem Viehwagen versteckt zum Kampfplatz. Dort ist eine riesige Menschenmenge, aber kein einziger Polizist zu sehen. Als Sayers in der 37. Runde in Bedrängnis gerät, zerschneiden aufgebrachte Zuschauer die Ringseile. Der Ringrichter weigert sich daraufhin, den Kampf fortzusetzen. Die Fans fordern aber ihren Champion als Sieger. Also boxen die beiden Kontrahenten noch 5 Runden ohne Ringrichter weiter. Als Sayers nach 2 Stunden und 20 Minuten endgültig zu verlieren scheint, stürmen die Zuschauer den Ring und verlangen, dass der Kampf unentschieden gegeben wird. Heenan fürchtet um sein Leben und entzieht sich dem Streit durch Flucht. So bleibt unklar, wer den Kampf des Jahrhunderts gewinnt. Sowohl Großbritannien wie die USA reklamieren den Weltmeister für sich. Tja, so ging es zu in den Anfängen des Boxsports. Ne? Hier mal eine Illustration dazu. Illustration zum Boxkampf von Tom Little Wonder Sayers gegen John C. The Benicia Boy Heenan. Der Kampf wird später zum Gegenstand in den britischen Broadside Ballads. Hammer, die beiden Protagonisten. Ja, das war noch Boxnatur, Boxen Natur. Und als letztes heute eine kleine Randbemerkung noch, der 4. April 1860. Halt, Entschuldigung, die hat man ja schon. Alles klar. Okay, das war's dann für heute wieder mit der 26. Geschichtsstunde von Egon. Morgen geht's dann mit dem 23. April weiter. Wie gesagt, das Jahr 1860 wird sich ein bisschen hinziehen. Da ist viel, also schon mal so nochmal geschaut, viel passiert. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es war informativ und ihr freut euch hoffentlich schon auf die 27. Geschichtsstunde von Egon. Bleibt kämpferisch, halt die Ohren steif. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Euer Egon. Ciao, ciao.